Nachdem ich euch neulich schon den einfacheren der Verbindungsknoten von monophilem Vorfach zu geflochtener Hauptschnur gezeigt habe, nämlich den Albright-Knoten, geht es heute um den, den ich eigentlich am meisten verwende, und zwar den FG-Knoten. Der FG-Knoten ist zugegebenermaßen etwas komplizierter, aber auch nicht so kompliziert, wenn man ihn ein paar Mal gemacht hat. Und er spart auf jeden Fall Zeit, denn wenn ihr häufiger mal Hänger habt, dann reißt ihr bei angepasstem Vorfach, also etwas weniger Tragkraft beim Vorfach als bei der Hauptschnur, definitiv meistens nur noch den Köder und nicht mehr das ganze Vorfach ab. Und damit spart ihr, wie gesagt, Zeit. Außerdem geht er viel besser durch die Ringe und auch im Drill hat er natürlich die höchste Tragkraft. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, sich vor dem FG-Knoten zu scheuen. Wie gesagt, er ist auf jeden Fall deutlich haltbarer, also hat so die höchste Tragkraft von allen Schnurverbindungsknoten. Und er ist halt so ein kleines bisschen langwieriger einfach. Aber wenn man ihn ein paar Mal gemacht hat, dann geht es auch relativ schnell. Wenn ich jetzt gleich mal ein bisschen komisch mich anhöre, dann liegt es daran, dass ich am Anfang erstmal dieses Stück von meiner geflochtenen, also das Ende, in den Mund nehmen muss. Und dann das Ganze hier auf Spannung bringe. Das heißt, ihr müsst am besten immer eure Rute nehmen und sie so von euch weglehnen. Wenn die Schnur durchgefädelt ist, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Und dann das andere Ende, wie gesagt, in den Mund nehmen. So ist die dann auf Spannung. Ja. Zack. Dann nehmt ihr euer Vorfach und legt es oben auf die gespannte geflochtene rauf. Und fangt an, es quasi um die Geflochtene rumzuwickeln, beziehungsweise legt ihr dabei dann die Geflochtene um euer Vorfach, also oben rauflegen. Und dann einmal von euch weg, unten runter und wieder oben drauf. Und genauso dann in die andere Richtung zu euch hin, unten runter und wieder oben drauf. Ja, also von euch weg, unten runter, oben drauf, zu euch hin, unten runter und wieder oben drauf. Das waren jetzt 4 Wicklungen. Das Ganze müsst ihr 20 bis 24 Mal machen, je nachdem wie dick die Schnur ist. Also 5, 6, 7, 8. Dabei immer darauf achten, dass das hier sich so wirklich schön rumlegt. Das heißt, dass am besten hier so eine kleine Spitze entsteht. Ja, ein Winkel unter 180 Grad und ihr so vernünftig das da rumlegen könnt. Und 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. So, 20 Wicklungen gemacht. Und dann habt ihr hier diesen schönen Knoten, der aber natürlich noch nicht weit genug ist. Ja, denn hier nicht zu viel Schnur überstehen haben. Und dann fangt ihr an, wenn ihr das hier mit eurem Finger fixiert habt, das Ende der geflochtenen, umgeflochtene und Flugcarbon-Vorfach zu legen und dann einfach ganz normale Hausfrauenknoten zu machen. Das heißt, so angefangen, von unten nach oben durch, dann zieht ihr das fest und dann macht ihr es in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, von oben euer Ende nach unten hier durchziehen und ups, da habe ich es nicht gegriffen bekommen. So. Und wenn ihr dann diese zwei zum Sichern des Knotens erstmal habt, dann könnt ihr schon einmal ordentlich festziehen. Könnt ihr richtig schön dran zerren schon und damit zieht ihr das Ganze dann zusammen. Und dann geht es wieder weiter. Hier schön alles hinlegen und dann wieder Hausfrauenknoten. Insgesamt, ja, so 6 Stück mache ich normalerweise. Von unten nach oben haben wir den nächsten. Dann wieder von oben nach unten. Wenn ihr die 6 habt, dann ist der Knoten an sich eigentlich schon fertig und ihr könntet damit loslegen. Aber ich mache es dann so, dass ich mir jetzt hier erstmal nur das Flugcarbon abschneide. Zack, und zwar ganz knapp. Das hält trotzdem super fest. Und dann mache ich jetzt hier drauf nochmal das gleiche, aber nur auf der geflochtenen. Da mache ich aber, das sind so Sicherungsknoten, da mache ich eigentlich nur 2 Stück. Auch hier immer schön befeuchten normalerweise. Ich nutze den Knoten jetzt nicht, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber besser ist, der ist befeuchtet. Einmal von oben nach unten und einmal wieder von unten nach oben, beziehungsweise andersrum. So, und dann habt ihr hier einen wirklich super bombenfesten Knoten, wo ihr ganz kurz wieder das überstehende Ende abschneiden könnt. Zack. Und ihr hier den perfekten FG-Knoten habt.